Faktisch beginnt die Handelswoche heute, nachdem die Europäer gestern wieder mal nicht in der Lage waren, irgendwie an den Märkten etwas anzustellen. Jedenfalls sehen wir, dass diese Handelswoche dann jetzt gleich mit einem ziemlichen Knall wirklich beginnt, denn die Ölpreise steigen auf den höchsten Stand seit 2014 und die Renditen für US-Anleihen, US-Staatsanleihen brechen nach oben aus und das hat Konsequenzen dann eben auch für Aktienmärkte, für Devisenmärkte und insgesamt zeichnet sich jetzt eine geradezu absurde Situation zwischen der US-Notenbank Fed und den Chinesen ab. Dazu gleich mehr im Video. Aber gucken wir uns zunächst mal die Ölpreise an. Hier sehen wir Make or Break Time for Oil. Oben sehen wir WTI, also das amerikanische Öl. Unten sehen wir Brent Öl. Unten das Brent Öl auf dem höchsten Stand seit 2014. Beide sind jetzt an wichtigen Widerständen. Der Energiesektor insgesamt, wenn man sich das mal anschaut, natürlich maßlos überkauft, aber manche Dinge, die können länger steigen, als man denkt. Also jetzt wird es kritisch, jetzt muss irgendwie etwas passieren. Entweder der Ölpreis prallt da an diesen Widerständen ab oder wir sind vielleicht doch auf dem Weg in Richtung 100, sowohl bei Brent als auch bei Crude. Welche Gründe gibt es da? Produktionsausfälle in Libyen. Vor allem aber haben die Houthi scheinbar, die Rebellen da im Jemen haben eine Drohnenangriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate gemacht. Das hat den Ölpreis hier offenkundig mit nach oben getrieben. Wahrscheinlich waren die Houthi vorher auch lang im Öl, gell? Man muss ja als Terrorist heutzutage vorausschauend handeln, ne? Da haben sie ein bisschen Öl gekauft und dann profitiert. Wahrscheinlich sind sie jetzt schon wieder raus, weiß ich nicht. Jedenfalls eine gewisse Gemengelage, natürlich eine gewisse Nachfrage, Angebotsengpässe, diese ganzen geopolitischen Risiken um Russland, dazu gleich später noch mehr. Und wir sehen eben daran, dann ausbrechen. Hier sehen wir, dass jetzt wirklich dieser Kanal nach oben gebrochen ist, diese Wedge nach oben durchbrochen ist. Das natürliche Ziel, nachdem wir jetzt heute im Handel bereits bei 1,85% bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe waren, dürfte die Marke von 2,0% sein. Das ist das hohe Welsche, wie wir hier sehen haben. Wann war es, glaube ich, im Jahr 2020, kurz vor dem Corona-Crash, der dann ja Februar, März erfolgte, also Anfang 2020, da sind wir jetzt fast wieder oder sind auf dem Weg dahin. Wie geht das weiter? Das, wie gesagt, hat eben Folgewirkungen, vor allem Tech, dadurch unter Druck. Der Nasdaq-Future heute Morgen erstmal unter Druck. Mal sehen, ob das Ganze so weitergeht oder ob die Renditen wieder zurücklaufen, damit Tech sich wieder erholt. Aber insgesamt sehen wir eben nicht nur die 10-jährige, sondern auch die 2-jährige US-Staatsanleihe jetzt erstes Mal seit Februar 2020 über der Marke. Symbolisch wichtigen Marke von 1%. Und diese zweijährigen US-Staatsanleihen, die bilden meistens das ab, was die Fed-Erwartung hergibt. Also die reagieren am stärksten auf eben die Geldpolitik der Fed. Viel stärker natürlich als eine 30-jährige Anleihe normalerweise, weil die schlichtweg einen größeren Zeithorizont hat, während eben diese zweijährigen die unmittelbar kommende Geldpolitik einer Notenbank natürlich besser einpreisen können oder natürlicher einpreisen. Jedenfalls sehen wir, dass das gestern im praktisch nicht vorhandenen europäischen Handel schon auf Future-Basis der Fall war. Da sind wir schon auf 1,82% gestiegen. Wie gesagt, dann in der Nacht alles noch auf Future-Basis, im asiatischen Handel auf 1,85%. Und wir sehen also gestiegene Ölpreise auf der einen Seite. Wir sehen einen Ausbruch der Renditen auf der anderen Seite. Und hier sagt Mohamed El-Erian richtigerweise, die Märkte reagieren auf die Persistence Implication of Inflationary Pressures. Also man reagiert auf diesen inflationären Druck, der da der Fall ist. Und natürlich heißt ein höherer Ölpreis auch höhere Kosten für die Konsumenten, was wiederum inflationär ist, worauf wiederum die Notenbank dann reagieren müsste. Die sind ein bisschen perplex, hat man den Eindruck, haben ja lange geschlafen, dann plötzlich realisiert, wir müssen was machen, jetzt wollen sie voll auf die Bremse treten und Rabobank sagt, egal was die Fed macht, und so hatte ich das schon mal auch charakterisiert, als Wahl zwischen Pest und Cholera, egal was die Notenbank macht, nämlich die Fed, entweder sie bekommt eben die Inflationserwartungen runter, dann würde sie aber wahrscheinlich die Märkte ein bisschen anschießen, oder sie bekommt sie nicht runter, dann verliert sie die Kontrolle. Also es ist ziemlich mies und die CTAs, die
Vermögensverwalter in den USA, die sind schon ziemlich unterpositioniert in Aktien. Insgesamt die Stimmung schon eher bearish derzeit. Also vielleicht jetzt sogar die Möglichkeit Öl am Widerstand, Renditen. Mal gucken, ob dieser Ausbruch sozusagen sich halten kann. Auf der anderen Seite eine bärische Stimmung seitens der Marktteilnehmer. Das könnte dann auch eben mal das Gegenteil wieder bedeuten. Also, dass wir da durchaus dann eben eine Erholung sehen. Aber schauen wir mal, wie die Dinge sich entwickeln. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Fed natürlich allen Grund hat, jetzt ein bisschen sorgsam zu sein, denn sie war viel zu lange im falschen Lager. Jetzt hat zum Beispiel McDonald's gesagt, also viele unserer Filialen haben jetzt die Öffnungszeiten um 10% reduziert aufgrund von Labor Shortage. Und hier unten sehen Sie in dieser Grafik, wie steil diese Labor Shortage nach oben gegangen ist. Immer mehr Unternehmen berichten, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Wir können letztendlich den Betrieb nur verkürzt aufrechterhalten. Hier sehen wir auch mal Supply Chain und Labor Bottlenecks, also praktisch Lieferkettenengpässe und Arbeitskräftemangel. Beides massiv nach oben gegangen, bei beidem keinerlei Erholung erkennbar. Beides sehr inflationär. Dementsprechend muss die Fed auf diese ganzen Geschichten reagieren. Now let us come to the markets und wir sehen, wenn wir uns jetzt mal die letzten 12 Monate anschauen und die verschiedenen Sektoren anschauen, stellen wir fest, Energie ist am besten gelaufen mit fast 58%. Dann kommen da Financials und dann Technology, jetzt auf den dritten Platz zurückgefallen. Das war ja im Jahr 2021 noch anders. Allerdings auf 10-Jahres-Sicht Technologie mit Abstand der beste Sektor. Unten Healthcare, also praktisch Pharma und Utilities, Versorger. Und wir sehen, wenn wir jetzt mal Year-to-Date gucken, also seit Jahresbeginn gucken, dann sehen wir, dass der Energiesektor 16% im Plus ist, Öl auch fast, glaube ich, 14-15% im Plus, aber der gesamte Energiesektor über 16% im Plus, dann kommen die Finanzen, dann kommt Industriesektor und Consumer Staples und alles andere ist eigentlich negativ, vor allem Healthcare und Real Estate, auch Technology, also Tech-Werte jetzt nicht mehr so gesucht, es ist ein anderes Spiel plötzlich geworden und wie anders das Spiel geworden ist, das sehen wir in dieser Grafik, mal ein Vergleich. Mitte Januar 2021 mit Mitte Januar 2022, also wie war die Performance Anfang des Jahres, Anfang des vorherigen Jahres und Anfang diesen Jahres, mal ein Vergleich und da sehen wir die SPACs, diese Börsenmäntel sind am Abkacken auf Deutsch gesagt, die waren letztes Jahr noch ziemlich gut gelaufen, die Meme-Aktien laufen nicht mehr, die waren im letzten Jahr super stark, haben 31% gewonnen, ARK Innovation, dieses ETF meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood war damals, also vor gut einem Jahr oder vor einem Jahr 16% im Plus, jetzt 15% im Minus und Biotech war damals vor einem Jahr 9% im Plus, jetzt 10% im Minus, also man hat das Gefühl, durch diese hawkische Wende der Fed ist jetzt an den Märkten alles anders, genau das Gegenteil fast, könnte man meinen und das ist an sich schon erwähnenswert und jetzt wird es lustig, meine Damen und Herren, denn wir haben ja jetzt die Situation, die Chinesen haben die Zinssätze gesenkt für eine bestimmte Laufzeit. One year, bla bla bla, muss uns jetzt im Einzelnen nicht interessieren. Es gibt 2 maßgebliche Zinssätze in China. Am Donnerstag dürfte wohl dann der 2. wichtige Zinssatz gesenkt werden. Mithin, die Chinesen machen dort Gegenteil dessen, was die Fed macht. Die Fed tritt auf die Bremse. Die Chinesen geben wieder Gas, weil der Konsum einbricht aufgrund der ganzen Corona-Maßnahmen und weil der Immobiliensektor eben solche Schwierigkeiten macht. Und hier auch ganz schön die Stimmung verhagelt. Klar, bei Leuten, die jetzt merken, dass möglicherweise ihre Immobilie nicht mehr so viel wert ist. Jedenfalls sehen wir, dass viele Rohstoffe jetzt positiv reagieren auf diese Lockerungspolitik, die in China beginnt, diese Stimuluspolitik, die China jetzt eben aufgrund seiner abkühlenden Wirtschaft eingehen will oder jetzt ausführen will. Und das bedeutet, die Rohstoffpreise, dazu auch Öl gehörend, steigen, weil die Chinesen jetzt praktisch von der Bremse gehen und wieder aufs Gas gehen in Sachen Geldpolitik. Damit steigern sie im Prinzip die Rohstoffpreise, worauf die Fed dann wiederum durch eine noch hawkischere Haltung reagieren muss. Wir sehen also, dass sich diese beiden wichtigsten Notenbanken der Welt derzeit geradezu in einer Weise beeinflussen und die Märkte beeinflussen, die letztendlich das Problem für die Fed noch radikaler macht, denn durch die ultralaxe Geldpolitik jetzt oder durch die laxere Geldpolitik, durch Stimuluspolitik der Chinesen steigen Rohstoffe, das macht es der Fed noch schwieriger.
schwieriger. Die muss dann umso stärker eben auf die Bremse treten. Und jetzt warnt Xi Jinping, der gestern ja virtuell seine Eröffnungsrede gehalten hat bei dieser auch nur virtuell stattfindenden Wirtschaftsforum Davos. Hat gesagt, also jetzt nicht schnell die Zinsen anheben im Westen, dann würdet ihr praktisch die Erholung, die Wirtschaftserholung abwürgen. Also das ist schon lustig, dass uns jetzt die Chinesen daran erinnern wollen oder die Fed vor allem daran erinnern wollen, dass sie bitte nicht die Zinsen so schnell anheben. Das sehen wir also, wie die Dinge derzeit aufgestellt sind. Jetzt hat Peking entschieden, praktisch die Öffentlichkeit auszuschließen von der bald ja beginnenden Winterolympiade. Werden nur ausgewählte Kader werden dann vor Ort sein. Das ist ein super interessantes Publikum bestimmt, gell? Das schauen wir gerne an dann im Fernsehen und wir sehen, dass dieser ganze Immobiliensektor in China, den ich vorhin schon angesprochen hatte, dass der weiter Probleme hat. Wir haben ja dieses Unternehmen, das wichtigste Unternehmen eigentlich im Immobiliensektor in China, Country Garden. Die haben 2017 Evergrande als größten Immobilienentwickler überholt. Über 200.000 Angestellte, man finanziert sich weitgehend offshore, also praktisch auf Dollarbasis und das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem. Hier unten sehen wir mal die Anleihen von Immobilienentwicklern in China, die waren vorher sehr, sehr gut geratet, sind jetzt alle inzwischen Junk, sind alle inzwischen Ramsch-Anleihen, könnte man sagen. Also wir sehen, Xi Jinping hat sich ja auch sehr optimistisch geäußert gestern über die Wirtschaft Chinas, aber das war wohl ein bisschen, naja, Zweckoptimismus kann man sagen. Jetzt haben wir noch diese andere geopolitische Baustelle, Russland-Ukraine. Jetzt ein Bericht der New York Times, wonach die Russen offenkundig aus ihren Botschaften in der Ukraine das Personal abziehen. Die gehen zurück nach Moskau. Ist das ein Auftakt für möglicherweise eben etwas, was man fürchtet, einen Angriff auf die Ukraine? Jetzt wiederum hat das Weiße Haus laut Politico Berichte dementiert, dass dieses Abkappen von dem SWIFT-System für russische Banken sei nicht vom Tisch. Das will man sich also als Drohmittel bewahren. Gestern kam die Meldung, ja, darüber würde man nicht mehr nachdenken. Daraufhin hat der Rubel dann zulegen können, aber das alles ist jetzt wieder vorbei und insgesamt könnten wir sehen, dass in diesem Jahr nicht nur die Midterm Elections eine gewisse Nervosität bringen, also die Wahlen in den USA, sondern eben auch geopolitische Dinge, etwa diese Auseinandersetzung China-USA, die jetzt auf einer ungewollten Ebene auch auf Seiten der Notenbanken stattfindet, Russland-Ukraine, Food Prices, also die Lebensmittelpreise, die global dann meistens Unruhen hervorrufen und die sind ja derzeit sehr, sehr hoch. Klimawandel, Energy, Energiekrise etc. etc. Hier sehen wir mal verschiedene Krisen in letzter Zeit, 11. September. Zuletzt dann die Anschläge in Paris, Bataclan. Also da ist möglicherweise jetzt mal ein Spike nach oben fällig in diesem Jahr. Wir wollen es uns nicht wünschen, aber es ist eben durchaus möglich. Wie geht es jetzt weiter an den Märkten? Wir sehen Energie weiter natürlich im Aufwind, aber stark überkauft. Wir sehen, dass eigentlich viele große Tech-Aktien, die Dickfische, gar nicht so schlecht aussehen, zumindest im kurzen Zeitfenster. Aber dreht sich das alles um, wenn die Renditen weiter steigen, wenn der Ölpreis weiter steigt, dann ist das ein Zeichen, dass die Dinge schwieriger werden, auch für die Kryptowährungen. Jetzt herrscht allerdings auch im Kryptobereich ein sehr bärisches Sentiment und da möchte ich einen Artikel Ihnen zur Empfehlung bringen, der heißt Bitcoin extreme Angst am Kryptomarkt, Zeit jetzt zu kaufen. Werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt einen guten Start erstmal in diesen Dienstag. Es könnte eine spannende Woche werden. Ich sage Servus und Ciao.